Party, wieder Messi, Messi rüber, Neymar, Tor. 1-0. Messi durchgesteckt, Superpass für Lautaro, Lautaro. Let's go, ey, der Typ ist gut drauf. Neymar, Lautaro, zeig es ihnen. Er zeigt es ihnen. Ja, das ist Karma. Das ist Karma für Atalanta. Müssen heiß werden. Mit Garcia, der probiert das mal. Der ist drin. Lautaro für Ansu Fati. Der hat jetzt mal hier eine Menge Platz. Ansu Fati und das 1-0. Thiago jetzt hier nochmal. Thiago wird nicht angegriffen. Thiago! Ich liebe den Typ. Merkt es euch. Oh, jetzt kommt aber Mbappé. Mbappé ist frei durch. 2-1. Anschlusstreffer. Ansu Fati. Nochmal Messi. 3-1. Wir sind aber die deutlich dominantere Mannschaft und machen die Tore. Messi. 4-1. Lautaro, super Pass für Messi. Messi wird verfolgt, macht es dennoch. Drittes Tor, Lionel Messi. Messi. Für Ansu Fati, Ansu Fati. Das wichtige Auswärtstor, was hier schon fast die Entscheidung bringt. Oh, Mbappé. Ey, Mann, was ist das denn? Wie kann man denn so scheiße im Verteidigen sein? Ja, jetzt kommen sie gleich wieder, Mbappé. Mann, was ist das denn? Rodri hat den Ball. Rodri für Neymar. Neymar sieht unten an zu. Ich dachte, den macht er nicht. Ansu Fati, 2-2, Ausgleich. Oh, Max Kruse. Ey, das ist so komisch. Oh, Lautaro. Da ist er gerade eingewechselt für Lionel Messi, der heute eine gute Partie hatte. Ist Lautaro zur Stelle, macht sein Tor. City, und jetzt spielen wir uns hier richtig warm und Messi macht das Tor. Oh, aber jetzt kommt wieder, es ist wieder so wie gegen Paris. Ich verstehe es nicht, was wir in diesen 2 Minuten nach einem Tor immer machen. Durchgesteckt für Neymar, super Pass und super Schuss. Durchgesteckt an Ansu Fati, Ansu Fati, das 1-0. Ich sag es doch, der ist on fire. Ronaldo holt den Ball. Messi, den macht er natürlich. 2-0. City, das sieht schlecht aus. Denn jetzt brauchen sie 3 Tore. 3 Tore. City kommt nochmal. Bernardo Silva, letzte Aktion im Spiel. Es gibt nur 1 Minute Nachspielzeit und die ist jetzt vorbei. Wir stehen im Champions League Finale. Großer Erfolg für Barcelona. Und jetzt müssen wir nur noch in 2 Spielen das Triple sicher machen. Im spanischen Pokal, wo es gleich noch reingeht. Und dann in der nächsten Folge das große Champions League Finale. Rein geht es nun also ins Champions League Finale. Das Ganze im St. Jakobs Park. Also in Schottland. Ja, ich glaube schon. Und der Gegner kommt von der Insel auch. Ja, es ist Liverpool. Und die haben eine ziemlich gute Mannschaft hier heute mit an Bord. Also vielleicht die beste, gegen die wir bis jetzt gespielt haben. Und zwar haben sie sich auch ein bisschen verstärkt, muss man sagen. Auf der Torwartposition sehen wir schon die erste Veränderung. Ich habe schon gesehen, dass Milinkovic-Savic bei ihnen spielt. Blind spielt lustigerweise bei denen. Also nach Manchester United und Ajax jetzt Liverpool. Sehr, sehr kontrovers das Ganze. Und nee, wir sind tatsächlich im Stadion von Basel, also in der Schweiz. Und ja, Mané, Salah, Firmino, das sind 3 Namen, vor denen man sich auf jeden Fall in Acht nehmen sollte. Bei uns Neymar, Messi und natürlich Ansu Fati auf der Gegenseite. Es fehlt leider Thiago, also hätte ich 3 Spieler aussuchen müssen, die nicht fehlen dürfen, wäre Thiago auf jeden Fall dabei gewesen. Paul Lopez im Tor, Trent Alexander-Arnold, Gomez van Dijk, Robertson Blind, Grujic, Milinkovic-Savic, Mané, Firmino und dann Salah. Also eine wirklich starke Mannschaft. Und heute das hier unsere Finalmannschaft. Ter Stegen, Emerson, De Ligt, Longley, Vindal, Pjanic, Kimmich, Wijnaldum gegen seinen Ex-Verein, Neymar, Messi, Ansu Fati. Alle Spieler, die im Kader stehen, sind einsatzbereit, abgesehen eben von Thiago. Und damit starten wir jetzt auch rein ins Champions League Finale. Barcelona gegen Liverpool. 2 Traditionsteams kämpfen um den Titel Europas. Pjanic gleich mal durch für Lionel Messi. Lionel Messi auf freier Fahrt.
Wird aber abgedrängt von Jones. Oh, da hätte ich wahrscheinlich einfach weiter zum Tor ziehen müssen und dann lupfen. Hab mich dagegen entschieden. War wohl die falsche Entscheidung. Wijnaldum, wie gesagt, gegen seinen Ex-Verein. Und Vindal verliert dann den Ball. Kontergelegenheit jetzt also für Liverpool. Wijnaldum ist aber erstmal wieder da. Ja, jetzt kommt Liverpool mit Robertson über die linke Seite für Mané. Mané hat ein bisschen Platz und der erste Abschluss gehört Liverpool. Ter Stegen hat das Ding aber ganz, ganz sicher. Messi und Sofati und Neymar, super gespielt, Neymar. Nach 30 Minuten der erste Abschluss für uns, aber Neymar vergibt die Riesenchance hier nach toller Kombination von Messi an Sofati und dann eben Neymar, der dann aber ja aus irgendeinem Grund völlig verzieht. Oh, Mané, Mané, 1-0 Liverpool. 36 Spielminuten hatte es gebraucht, bis es das erste Tor im Champions-League-Finale gibt. Und es trifft nicht Barca, nein, es trifft Liverpool in Form von Sadio Mané. Bitter. Das ist bitter. Und zwar richtig bitter. Mané trifft und es geht in Ordnung. Es ist eine ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften sind sehr vorsichtig, das kann man auch sagen. Aber hier verteidigen wir uns einfach völlig schlecht. Emerson nicht auf Position. Und dann, ja, Mané einfach viel zu frei in der Mitte, weil De Ligt rausgerückt ist auf die Emerson-Position. Emerson und Kimmich dann aber nicht Mané so richtig im Blick haben. Ter Stegen kann da gar nichts machen. Es ist das 1-0 für Liverpool in Form von Sadio Mané. Messi durch. Anzu, Anzu, Anzu! Anzu Fati übers Tor gelupft. Ja, ich glaube, ja, da musste ich fast lupfen. Also wir haben super direkt gespielt. Longley, Messi, tolle Drehung und dann... Ah, schade, vielleicht hätte ich auch vorbeischieben können noch. Aber guter Versuch. Für mich, für Messi. Messi, Ausgleich! Nach gut 10 Minuten, ja, nach der Führung von Liverpool machen wir den Ausgleich in Form von Lionel Messi. Ja, geht in Ordnung. Ich denke, vor allem nach der Chance, die Ansu Fati da noch hatte, ist das in Ordnung, dass wir den Ausgleich hier erzielen. Es ist eine doch ziemlich spannende Partie, muss man jetzt ehrlich sagen. Sehr, sehr knapp bis hierhin. Jetzt zuletzt nach dem Rückstand waren wir die deutlich aktivere Mannschaft. Kimmich mit der Balleroberung gegen Robertson und spielt dann noch gleich den Ball für Lionel Messi, der da zu viel Platz hat und den dann natürlich reinmacht. Sehr, sehr schöne Schusstechnik natürlich von Lionel Messi. Der Ausgleich, wichtig erstmal den noch vor der Halbzeit gemacht zu haben. Jetzt erstmal ruhig, wenn es geht, in die Halbzeit gehen. Und dann in der zweiten Halbzeit oder in den zweiten 45 Minuten wieder so richtig angreifen. Und sofort die Kopfball kommt durch zu Lionel Messi. Erneut der Lupfer. Und diesmal riecht Paul Lopez den Braten. Nachdem und sofort die da den Kopfball direkt zu Messi durchstecken konnte. Riesenchance für uns. Weiter geht es. Nimm Messi raus auf Neymar. Nochmal raus damit zu Wijnaldum und jetzt zu Pjanic, der viel Platz hat. Und das ist Messi und das ist das 2-1. Das zweite Tor für Barca ist erzielt wieder Lionel Messi, der auch in den ganz großen Spielen jetzt Leistung wieder zeigt. Und das einfach, ja, unfassbar stark. Zwei Tore gegen Liverpool. Das hier war natürlich unter Bedrängnis auch noch. Aber super herausgespielt auch vorher, ganz ruhig das Ganze gemacht und am Ende aus guter Schussposition sehr, sehr stark abgeschlossen und damit auch das Tor erzielt. Gucken wir nochmal rauf, es war hier Wijnaldum, der zu Pjanic gespielt hat, der hätte fast schon schießen können, dann nochmal Messi mitgenommen hat und der hat das Ding dann ja auch vor Moos reingehauen und ja, wir führen mit 2-0, das ist sehr, sehr gut, 2-0, 2-1. Und so kann es definitiv weitergehen, auch mit Lionel Messis ja, aktueller Verfassung. Der ist einfach nur sau, sau stark. Jetzt kommt Alexander, Oxlade-Chamberlain kommt rein für Grujic. Oxlade-Chamberlain, da muss man natürlich immer auf Fernschüsse aufpassen, weil dafür ist der Junge immer gut. Oh, was ein Fehler von Gomez. Und das ist Messi. Und das ist, ja, ausnahmsweise mal nicht ein perfekter Abschluss. Also der war nicht so gut. Aber hier, was ein Fehler von Joe Gomez. Haut das Ding da einfach blind raus. Und blind wiederum dann, der da nicht richtig zum Ball geht. Messi,
dann aber auch nicht mit dem besten Abschluss seiner Karriere. Auch im heutigen Spiel hat er auf jeden Fall schon zwei bessere. Ecke macht er dennoch und die landet auch bei Paul Lopez. Firmino jetzt plötzlich auf der anderen Seite. Firmino mit dem Ausgleich. Wie können wir so schlecht in dieser Situation da stehen? Ich check es nicht. Also, ja. Firmino macht das Finale wieder komplett spannend. Lange nichts oder wenig von Liverpool zu sehen. Wir haben das Spiel eigentlich dominiert und jetzt kam ein langer Ball, den Firmino irgendwie festmachen konnte in irgendeiner Form. Und dann, ja, ist es das Tor zum Ausgleich für Liverpool. Gucken wir rauf. Gucken wir nochmal rauf. Das war schon ein bisschen komisch. Also hier Pjanic ist es, glaube ich, nee, es ist Vindal, der den Ball da nicht festmachen kann. Sondern es war dann Firmino, der ihn irgendwie bekommen hat. Der zu Van Dijk, der dann wieder zu Firmino. Und Firmino macht das dann auch sehr, sehr stark. Keiner kommt von uns so richtig hinterher. Hier ist der Fehler. Firmino stört da, weil Vindal gut genug, sodass der Ball zu einem Liverpool-Spieler kommt. Dann startet der auch gleich durch, der Firmino, und macht das 2:2 in dieser Partie. Freistoßposition, halb linke Position, also eher etwas für Neymar, der da auch antreten wird. Neymar per Freistoß zur erneuten Führung. Nein, Paul Lopez ist da und hat das Ding locker. Nach 72 Spielminuten wechseln wir das erste Mal. Ferran Torres kommt als neuer konterstarker Flügel rein für Ansu Fati. Lautaro Martinez darf sich, denke ich, auch schon mal bereit machen, für diese Partie noch hineinzukommen. Denn das wird hier heute noch eine schwere Aufgabe. Liverpool schmeißt zwar alles nach vorne, dennoch können sie bis jetzt alles relativ gut verteidigen. Jetzt mal Wijnaldum, der Ex-Liverpool-Spieler, macht das gut, aber sucht jetzt erstmal die Anspielstation, findet Vindal. Neymar ist dabei, Neymar, oh, das war aber fast ein Foul hier. Wijnaldum, ui, ganz schön knapp. Kimmich, Joshua Kimmich, quer Messi und Gomez steht davor. Riesengelegenheit für uns. Mittlerweile Henrichs als Rechtsverteidiger für TAA eingewechselt. Das ist Vindal. Der Ball kommt aber nicht durch. Und 10 Minuten Verschluss werden wir jetzt auch nochmal wechseln. Das gleiche tut Liverpool erneut. Damit haben sie ihre drei Wechsel schon durch. Sie bringen noch Milner für den unauffälligen Milinkovic-Savic. Und wir werden jetzt Neymar rausnehmen leider und dafür Lautaro reinbringen, der ins Sturmzentrum geht, hat ja mehrmals bewiesen in dieser Saison, dass er ein extrem starker Joker sein kann und es auch meistens ist. Also er kommt jetzt rein für Neymar. Wijnaldum, Ferran Torres und jetzt hat Wijnaldum da ein bisschen Platz. Das ist Messi und wieder ist Paul Lopez zur Stelle. Oh, der kommt durch, kein, doch abseits. 5 Minuten Nachspielzeit in diesem Champions-League-Finale. Es scheint also hier noch in die Verlängerung zu gehen, es sei denn, wir können jetzt hier nochmal auftrumpfen. Nochmal der Ball in die Spitze und Lautaro, oh, Paul Lopez kommt da doch nicht raus. Ich dachte, der kommt raus und er hat ja auch den ersten Schritt gemacht, dann ja, ging er aber doch zurück. Somit war der Lupfer natürlich dann nicht die richtige Entscheidung. Und sowieso, wir lupfen heute viel zu viel, aber ja, okay, geht weiter. Messi und Lautaro, das ist kein Abseits und wieder ist Paul Lopez zur Stelle, nochmal rein. Messi. Tor. Das ist es. Also, nee. 95. Spielminute. Barcelona gewinnt die Champions League. Durch den Capitano. Durch Lionel Messi. Unfassbar. Unglaublich. Das Stadion steht Kopf. Liverpool am Boden. Barcelona gewinnt die Champions League. Messi gewinnt die Champions League. 3 Tore macht er. Lautaro vergibt hier noch die Riesengelegenheit. War aber auch schwierig zu nehmen. Dann kommt der Ball nochmal rein. Und irgendwie kommt er zu Messi. Und der schiebt das Ding dann rein. Unfassbare Dramatik in diesem Spiel. Wir gewinnen das Champions League Finale durch einen Hattrick oder Dreierpack von Lionel Messi. In der 95. Spielminute. Wechseln jetzt hier einfach nochmal. Einfach um Zeit runterzunehmen. Irgendjemanden ein. Komm, wir setzen. Ja, komm, Coutinho soll noch dabei sein. Bei der Meisterfeier. Ey, so, so geil. Wir haben es geschafft. Wir haben die Champions League geholt. Wijnaldum gegen seinen Ex-Verein. Holt er nochmal die Champions League. Erst mit Liverpool. Jetzt mit Barca. Coutinho kommt jetzt nochmal für 3 Sekunden in die Partie. 10 Sekunden sind es 9. Und jetzt sollte der Schiri auch direkt abpfeifen. Wir haben es geschafft. Der Champions League-Titel, er gehört uns. Und das Triple ist damit perfekt. Das Triple ist perfekt.
und diese Karriere auch. Das war's mit der FC Barcelona Karriere. Ja, es war die letzte Folge. Wir haben alles erreicht. Wir haben den Umbruch in Barcelona vorangebracht. Wir haben alles gewonnen, was geht, mit Pep Guardiola und Lionel Messi. Wir haben Neymar zurückgeholt. Wir haben Ansu Fati weit entwickelt. Das ist mittlerweile ein richtig, richtig starker Spieler. Und wir haben das Triple mit Barca geholt. Das wird natürlich nicht das Ende von PES 21 sein. Es geht schon in 2 Tagen weiter mit der nächsten Karriere. Jetzt genießen wir ja erstmal noch die letzten Momente mit Barca, mit Lionel Messi und Co. Wir haben, nachdem wir in der letzten Folge das Double im Pokal sichern konnten, jetzt auch noch die Champions League gewonnen. Es ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Eine tolle Mannschaft gewinnt zu Recht am Ende. Hier dieses Champions League Finale. Wir hatten mehr Chancen. Liverpool, ein bisschen unglücklich natürlich, dass man so spät noch den Siegtreffer kassiert, aber so ist es nun mal im Fußball. Die Statistik sagt ganz klar, Barcelona ist Champions League Sieger und wir sagen, jo, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Messi, absoluter Man of the Match, Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp. Es setzt sich wieder einmal Pep Guardiola durch, dank Messi unter anderem. Und ja, was bleibt mir noch anderes übrig, als zu sagen, was ein geiles Spiel. Heute Abend um 18 Uhr wird es dann nochmal die Special-Folge geben, wo wir uns alles angucken werden. Das ist doch mal ein richtig geiles Bild. Der Treffer, der ja zum Sieg geführt hat, hier nochmal in einem Bild zusammengefasst. Richtig, richtig schön. Messi, Blut und Schweiß und Tränen. Ja, so kann man sagen. Überraschender Wechsel von Ronaldo, der würde uns halt jetzt nochmal verlassen. Okay, krass. Das nochmal zum Ende hier dieser Karriere. Aber das werde ich jetzt erstmal nicht annehmen, denn ja, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Die Karriere ist beendet, es gibt nur noch die Special-Folge, dann war's das. Und wir starten schon bald rein mit etwas Neuem, mit etwas Großem, sage ich nur. Ich glaube, ihr werdet euch sehr darauf freuen. Für mich war's das hier heute. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr auch die neue Karriere nicht verpassen wollt. Es war eine tolle Karriere mit Barcelona, die jetzt mit dem Triple, ja, absolut würdig beendet wurde. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in 2 Tagen wieder bei einer neuen PES 21 Karriere. Und morgen geht es weiter mit dem VfB Lübeck in FIFA 21. Bis dann, macht es gut und ciao.